Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Vorstandsvorsitzende sagt, das hier sei ja kein Fest. So etwas Ähnliches ist es vielleicht doch. Es ist, denke ich, so etwas wie das Hochamt der Ehrenamtlichen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht die Großmanager, nicht die Superreichen, nicht die Prominenten, nicht die Stars und nicht die Sternchen, nicht die Leute mit den großen Titeln sind die Elite der Gesellschaft. Die Leute, die oft Eliten genannt werden, sind nicht selten nur schlechte Führungskräfte. Von denen reden wir, wenn wir wie so oft in Diskussionen über Eliteversagen sprechen. Die wirkliche Elite der Gesellschaft sind Sie, die Ehrenamtlichen. Und ich freue mich also sehr, dass ich heute hier bei Ihnen bei der wirklichen Elite der Gesellschaft sprechen darf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor gut zwei Wochen bin ich mit den Kindern von Freunden beim Martinszug mitgegangen. Das ist ja, Sie kennen das alle, ein dämmerig schönes Ereignis. Man hört die Kinder singen, man singt selber ein wenig mit und kommt dabei ins Sinieren. Bei diesem Sinieren ist mir dieser Bundeskongress und sein Motto in den Sinn gekommen: Werte leben. Werte werden ja auch bei so einem Martinsumzug gelehrt. St. Martin hat, so die Legende, sein Pferd angehalten, als er vor sich einen Armen sah und dann seinen Soldatenmantel mit dem Schwert geteilt, offenbar halbe halbe. Ich habe mich gefragt, wie viel Mantel braucht der Mensch? Einen halben? Einen ganzen? Genügt womöglich, wie heute nicht wenige Politiker glauben, genügt womöglich auch ein Topflappen? Ist die Hartz-IV-Politik eine Topflappenpolitik? Schrumpft die Sozialpolitik, die deutsche Sozialpolitik zur Topflappenpolitik? Es gibt viele Menschen, die von einem Zipfel des Mantels, von einem Zipfelchen träumen. Die Flüchtlinge zum Beispiel, die nach Europa kommen. Und was geben wir ihnen? Geben wir ihnen Solidarität oder nur Frontex? Frontex ist die Grenzschutz- und Flüchtlingsabwehrorganisation der Europäischen Union. Die St. Martin-Geschichte gehört zu den ältesten Legenden Europas. Man muss daher kein Christ sein, um festzustellen, zu Europas Leitkultur gehört die Kultur des Teilens. Der geteilte Martinsmantel ist Erinnerungsort und Symbol für Wohlfahrt und Solidarität. Noch symbolischer aber wäre es, wenn man beim Teilen auch noch vom hohen Ross herunterstiege. Später nennen das dann Gutmenschentum. Aber mir ist jeder, der vom hohen Ross heruntersteigt, mir ist jeder, der teilt, sehr viel lieber als der, der nur dumm daherredet. Lassen wir die Spötter spotten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in den Nachrichten ist seit Monaten nicht von Mänteln die Rede, die geteilt werden, auch nicht von Rettungsmänteln, sondern von Rettungsschirmen, die aufgespannt werden. Mit der Kultur des Teilens haben diese Rettungsschirme bisher nicht so viel zu tun. Über den Menschen spannt die Europäische Union keine oder allenfalls ganz kleine Rettungsschirme auf. Dabei bräuchten so viele Menschen in Europa solche Rettung. Immer mehr Menschen leben ohne tariflichen Schutz. Sie leben von Billiglöhnen oder von der Hand in den Mund. Und wer gleich gar keine Arbeit findet, wie so viele Jugendliche in Osteuropa, in Südeuropa, der ist nicht nur auf Unterstützung angewiesen, dem geht es nicht gut. Er ist arm an Mitteln zum Leben, arm an Zukunft, arm an Hoffnung, arm an Selbstwert. Sein Stolz ist gebrochen. Die Rettungsschirme
So erleben es die Menschen zumal in Südeuropa, in Griechenland, in Spanien. Die Rettungsschirme sind für den Euro da, machen aber die Menschen kaputt. Sind, so frage ich mich manchmal, die Kennzeichen für das neue Europa die gewaltigen Rettungsschirme für die Banken und für den Euro? Müssen die 12 goldenen, fünfzackigen Sterne in der Europaflagge durch 12 goldene, schön aufgespannte Rettungsschirme ersetzt werden? Die Schirme zur Rettung von Euro und Banken sind unvorstellbare Milliarden groß. Aber die Größe allein bringt es nicht. Jeder von Ihnen weiß genau, was ein guter Schirm braucht, der bei schwerem Wetter funktionieren soll. Er braucht einen Stock, an dem man ihn gut halten kann. Und er braucht Speichen, die ihm Stabilität geben. Je mehr solcher Streben und Speichen er hat, umso wetterfester ist er. Schirme von der ungeheuren Größe, wie ihn die Rettungsschirme geschaffen haben, mögen von der Kanzlerin Angela Merkel und ein paar europäischen Regierungschefs gerade noch mit aller Kraft aufgespannt werden können. Wenn Sie den Schirm dann ganz alleine halten wollen, wird es Ihnen ergehen wie dem fliegenden Robert im Struwelpeter. Der rennt, Sie wissen es, mit dem Schirm ins Ungewitter hinein und dann passiert es. Seht, den Schirm erfasst der Wind und der Robert fliegt geschwind durch die Luft, so hoch, so weit. Niemand hört ihn, wenn er schreit. Und dann fliegt der Schirm mitsamt dem Robert durch die Wolken und die Geschichte endet mit dem bitteren Satz: Wo der Wind sie hingetragen, ja, das weiß kein Mensch zu sagen. Den Regierungen der EU wird es so ergehen, wenn sie glauben, sie könnten den Schirm ganz alleine halten. Sie brauchen dazu. Sie brauchen dazu das Vertrauen ihrer Bürgerinnen und Bürger, weil erst dieses Vertrauen dem Schirm die Speichen und die Streben einzieht. Die Europäische Union braucht das Vertrauen ihrer Bürger. Und dieses Vertrauen tropft nicht einfach von den Rettungsschirmen herunter. Ohne dieses Vertrauen bleibt ein Schutzschirm instabil. Er flattert, reißt alles mit oder geht kaputt. Und wie sehr das Vertrauen geschädigt ist, kann man doch in jeder Diskussion zu fast jedem Thema hören. Ob es um die verschimmelten Wände im Klo des Kindergartens geht oder darum, dass Lehrer fehlen und Unterrichtsstunden ausfallen, immer und überall gibt es wilden Beifall, wenn dann nur einer 500 Milliarden sagt. 500 Milliarden für Banken, aber nur ein paar Knöpfe Sozialgeld pro Monat für die Kinder von Langzeitarbeitslosen. Der Beifall, den es dann gibt, ist Ausdruck eines Unbehagens, das seine Berechtigung hat. Gewiss, Europa ist, auch wenn das so viele Menschen in Europa derzeit nicht mehr spüren, das Beste, was den Deutschen, den Franzosen, den Italienern, den Tschechen und den Griechen und den Bayern und den Balten und den Sizilianern und den Rheinländern etc. pp. In ihrer langen Geschichte passiert ist. Europa ist natürlich, das stimmt ja, was die Politiker sagen, die Verwirklichung so vieler Friedensschlüsse, die den Frieden dann doch nicht gebracht haben. Europa ist das Ende eines fast tausendjährigen Krieges, den fast alle gegen fast alle geführt haben. EU ist das Kürzel für das goldene Zeitalter der europäischen Historie. Das stimmt alles, das stimmt ganz sicher. Und doch werden solche feierlichen Sätze zu Wort geklingelt. Wenn und solange die Menschen diese Europäische Union nur als Schutzgemeinschaft für die Wirtschaft, aber nicht als Schutzgemeinschaft für die Bürger erleben. Sozialpolitik ist nicht einfach ein Annex des Ökonomischen. Sie darf es nicht sein. Sozialpolitik ist schlicht eine Politik, die Heimat schafft. Erst Sozialpolitik macht aus einem Staatsgebilde, aus einer Union eine Heimat für die Menschen, die darin leben. Wer seinen Nationalstaat als Heimat erlebt hat, der will daraus nicht vertrieben werden. Er will, wenn die Heimat Nationalstaat zu schwach ist, Europa als zweite Heimat. Wenn also
in europaweiten Protesten Demonstranten immer wieder von ihren Regierungen fordern, in einer globalisierten Welt für ein gewisses Maß an ökonomischem Anstand zu sorgen, dann ist das nicht unbillig. Regeln für ein sozialverträgliches Wirtschaften gehören zum inneren Frieden. Der Sorge, um diesen inneren Frieden Rechnung zu tragen, das gehört zu den Grundaufgaben der Europäischen Union. Die Europäische Union darf aus Europa keine europäische Unsozialunion machen. Das wäre fatal, das wäre zerstörerisch. Warum? Weil der Sozialstaat, weil die Sozialstaaten in Europa eine Erfolgsgeschichte hinter sich haben. Diese Erfolgsgeschichte hat in den verschiedenen europäischen Staaten verschiedene Wegmarken. In Deutschland hat der Sozialstaat, Sie alle wissen es, zunächst dafür gesorgt, dass Kriegsinvalide und Flüchtlinge einigermaßen leben konnten. Dann hat er dafür gesorgt, dass auch ein Kind aus kärglichen Verhältnissen studieren und später sogar Bundeskanzler werden konnte. Ohne den Sozialstaat hätte es nicht nur einmal gekracht in dieser Republik. Der Sozialstaat hat soziale Gegensätze entschärft. Ohne diesen Sozialstaat hätte es keine deutsche Einheit gegeben. Und ohne eine gute Fortsetzung dieser Erfolgsgeschichte wird es keine echte und gute europäische Einheit geben. Das war jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, aus aktuellem Anlass sozusagen der Vorspann, die Präambel, das Präludium. Wir kommen jetzt zum Vortrag. Genauer gesagt zu dessen zweiten Teil: Wie lebt man als Verband Werte? Wie steht man als Arbeiterwohlfahrt für sie ein? Meine sehr verehrten Damen und Herren, als einst der neue Münchner Flughafen gebaut wurde, ging der damalige Ministerpräsident, man hat vergessen, wie er hieß Max Streibel, aber das weiß keiner mehr, ging der damalige Ministerpräsident mit den Journalisten stolz und beseelt durch die großen Hallen. Alles war blitzblank, weitläufig, weltläufig. Am Boden glänzte der polierte Granit. An den Wänden hing moderne Kunst, aus den Lautsprechern drangen die Weltsprachen. Und als die Besichtigung dann nach 2 Stunden zu Ende war, fragte ein Journalist den Ministerpräsidenten, ob er denn in all dieser Pracht und Herrlichkeit etwas vermisse. Der Ministerpräsident stutzte kurz und sagte dann: Es ist alles ganz wunderbar hier. Nur, wenn man hier ankommt, wenn man hier landet, merkt man doch gar nicht, dass man in München ist. Es könnte sich genauso gut um den neuen Flughafen in Paris oder in Melbourne handeln. Woran soll man denn hier erkennen, dass man in München gelandet ist? Ein Journalistenkollege schlug ihm daraufhin vor, man könne doch die nächste Landebahn in Brezenform errichten. Das Gelächter war groß, und warum erzähle ich Ihnen diese Geschichte, die vermeintlich so gar nichts zu tun hat mit der Arbeiterwohlfahrt? Wenn man dieser Geschichte nachhört, und deswegen erzählt sie sich Ihnen, dann klingt hinter der Lustigkeit der Begebenheit und der vermeintlichen Provinzialität des Politikers etwas sehr Ernsthaftes, etwas sehr Wichtiges, etwas sehr Grundsätzliches durch. Diese Geschichte führt uns nämlich zu einer Frage, die für einen Wohlfahrtsverband viel, viel wichtiger ist als für einen Flughafen. Nämlich, was ist das Besondere? Was ist das Erkennungszeichen, das ganz Unverwechselbare, Unverzichtbare, ja Kostbare an einem Wohlfahrtsverband? Was unterscheidet ihn von einem kommerziellen Anbieter sozialer Dienstleistungen? Was sollte die Arbeiterwohlfahrt, also Sie, von einem Kommerzbetrieb unterscheiden? Es sind im Wesentlichen 3 Dinge. Erstens, das Bewusstsein, dass der Wert des Menschen nicht nur am Lineal der Ökonomie zu messen ist. Bei der Arbeiterwohlfahrt darf der Wert des Menschen nicht daran bestimmt werden, was an ihm und was mit ihm zu verdienen ist. Das Leben ist nämlich mehr als eine Leistungsschau und in all seiner Bedingtheit ein Wert an sich. Zweitens,
In einem Wohlfahrtsverband zählen andere Werte als der Marktwert. Und es zählen andere Fähigkeiten als die unbegrenzte Leistungsfähigkeit. Ein Wohlfahrtsverband leistet soziale Arbeit, die auf Mitmenschlichkeit und Solidarität baut. Drittens, Leitbild der Arbeiterwohlfahrt ist nicht der König Midas, der alles zu Geld machen will, sondern der barmherzige Samariter oder der Brudergenosse, der aber seine Aufgabe nicht allein darin sieht, den unter die Räuber Gefallenen zu pflegen. Der Bruderdienst, der Samariterdienst der modernen Wohlfahrtspflege besteht auch darin, die Straßen so zu sichern, dass immer weniger Menschen oder am besten gar keine mehr unter die Räuber fallen. Und vor allem darf es nicht sein, dass die moderne Wohlfahrtspflege, dass ein moderner Sozialverband selbst räuberisch handelt. Also zum Beispiel an seine Angestellten Löhne zahlt, die unreell, unsozial und unanständig sind. Ein Wohlfahrtsverband kann nicht von sozialer Arbeit reden. Er kann nicht vom Wert der sozialen Arbeit reden, aber zugleich seine eigenen Angestellten unter Wert bezahlen. Wer sich einer ruinösen Konkurrenz von kommerziellen Anbietern durch Sparen bei den Lohnkosten erwehren will, der ruiniert sich womöglich als Wohlfahrtsverband. Wer sich als Wohlfahrtsverband zu sehr in den Kommerz begibt, der kommt drin um. Man kann nämlich nicht anders sein wollen als die anderen, aber sich der Mittel und der Methoden der anderen bedienen und deren Arbeitsbedingungen kopieren. Glaubwürdigkeit beginnt damit, dass man selbst glaubt und selbst tut, was man predigt. Unglaubwürdigkeit zerstört jeden Wohlfahrtsverband, ganz gleich wie er heißt. Wir reden von Sozialpolitik. Sozialpolitik ist heute sehr viel mehr als eine gesellschaftliche Verpflichtung gegenüber den Armen und den Hilfsbedürftigen. Sehr viel mehr als eine Fortsetzung von Notstandsküchen, Obdachlosenhilfe und Armenfürsorge. Sie ist auch mehr als eine Frage der Nächstenliebe. Eine moderne Sozialpolitik sorgt dafür, dass der Mensch Bürgerin und Bürger sein kann. Eine moderne Sozialpolitik gibt dem Bürger Grundsicherung und Grundsicherheit. Seine Freiheitsrechte, seine politischen Rechte brauchen ein Fundament, auf dem sie sich entfalten können. Sozialstaat und Demokratie gehören also zusammen. Sie bilden eine Einheit. Ein Wohlfahrtsverband ist daher mehr, sehr viel mehr als ein Sozialverband. Er ist auch, und ich will fast sagen, vor allem ein politischer Verband, weil er dafür sorgt, dass Demokratie lebendig werden kann. Er ist also, Sie sind also, eine demokratische Basisorganisation. Für einen Verband wie die Arbeiterwohlfahrt, der ein Kind der Arbeiterbewegung ist, gilt das in ganz besonderer Weise. Die Arbeiterwohlfahrt ist ein politischer Sozialverband. Und zu einem politischen Sozialverband gehört es, dass er auch Politik macht mit dem, was er in den eigenen Reihen praktiziert. Die Arbeiterwohlfahrt muss also sozialpolitisches Vorbild sein. Sie muss sich an den drei großen Vs orientieren: Verantwortung, Verpflichtung, Vorbild. Es gibt ja Leute, die meinen, Demokratie sei nicht sehr viel mehr als eine Kiste. Eine Kiste 90 cm hoch und 35 cm breit. Oben hat die Demokratie einen Deckel mit Schlitz. Und in der Tat, alle paar Jahre in Deutschland, immer an einem Sonntag, kommen viele Leute zu diesen Kisten. Die Kiste heißt Urne, also genauso wie das Gefäß auf dem Friedhof, in dem die Asche von Verstorbenen aufbewahrt wird. Wahlurne, das ist ja eigentlich ein ziemlich merkwürdiger Name, denn die Demokratie wird ja an diesen Wahltagen nicht verbrannt und nicht beerdigt. Im Gegenteil, sie wird immer neu geboren, alle paar Jahre. Wahltage sind sozusagen die Geburtstage der Demokratie. Und der Wahlkampf vorher,
der ist dann sozusagen die Zeit der Glückwünsche. Demokratie ist aber sehr viel mehr als eine Wahl. Eine richtige Demokratie findet nicht nur alle paar Jahre an einem Wahltag statt, sondern an jedem Tag. Demokratie ist nämlich, und das ist für mich die schönste Definition, die es für Demokratie gibt, Demokratie ist eine Gesellschaft, die ihre Zukunft miteinander gestaltet. Das macht man nicht alle vier Jahre, das macht man möglichst an jedem Tag. Damit verträgt es sich nicht, wenn immer mehr Menschen draußen sind. Arbeitslose, Alte, Menschen mit Behinderungen, Ausländer. Eine Zweidrittel-Demokratie ist keine gute Demokratie. Eine Demokratie, die ein Armutsproblem hat, hat ein Demokratieproblem. Wer also gegen Ausgrenzung antritt, wer Exklusion zu beseitigen versucht, der stärkt auch die Demokratie. Die Stärke eines Volks, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Stärke eines Volks misst sich am Wohl der Schwachen. Dieser Satz könnte ein Leitsatz der Arbeiterwohlfahrt sein. Ich würde ihn auch gern in der Präambel unseres Grundgesetzes lesen. Die Stärke eines Volks misst sich am Wohl der Schwachen. Er steht ausgerechnet in der Präambel der Schweizer Verfassung aus dem Jahr 1999. Die Stärke eines Volkes misst sich am Wohl der Schwachen. Das ist ein mutiger Satz, weil die Stärke eines Volkes, die Stärke eines Staates ja gern an völlig anderen Faktoren gemessen wird. Die einen messen die Stärke eines Staates am Bruttosozialprodukt und am Exportüberschuss. Die anderen reden dann vom starken Staat, wenn sie mehr Polizei, mehr Strafrecht und mehr Gefängnis fordern. Kaum jemand fordert einen starken Staat, wenn es darum geht, soziale Ungerechtigkeiten zu beheben und etwas gegen die Langzeitarbeitslosigkeit zu tun. Kaum jemand sagt starker Staat, wenn er die Verknüpfung von Sozial- und Bildungspolitik meint. Die Stärke eines Volks misst sich am Wohl der Schwachen. Das ist ein starker Satz, auch wenn es wohl so ist, dass schon die Bezeichnung Schwache infiziert ist von den Ausschließlichkeitskriterien der Leistungsgesellschaft. Der starke Staat ist ein Staat, der für Chancengleichheit sorgt, der sich um das Wohl der Schwachen kümmert und dabei vielleicht auch lernt, dass die Behinderten und Schwachen gar nicht so schwach sind, wie man oft meint, und dann ihre Stärken, die Stärken des Imperfekten, zu schätzen lernt. Kurz gesagt, der starke Staat ist der Staat, der den Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, nicht für ein bloßes Sprüchlein nimmt. Ein Wohlfahrtsverband muss das ausführende Organ, das Exekutivorgan dieses Verfassungsartikels 1 sein. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie müssen das ausführende Organ dieses Verfassungssatzes sein. Ist das auch wirklich so? Ist das auch wirklich so? Es gibt Untersuchungen über Wohlfahrtsverbände, die zu keinem sehr schönen Ergebnis kommen. Schraubt man das Bild am Eingang ab, so heißt es da, dann wird nicht mehr deutlich, wer Träger dieser Einrichtung ist. Bei den kirchlichen Wohlfahrtsverbänden ist das anscheinend besonders krass, weil es die Nonnen und die Diakonissen kaum noch gibt, die früher in den Krankenhäusern und Pflegeheimen das Bild geprägt haben. Und von denen, die es noch gibt, von den Diakonissen und den Nonnen, gibt es bisweilen die Klage: Ja, wir gelten als katholische Einrichtung, aber wir merken nichts mehr davon. Andere Stimmen hört man sagen: Wer bei der Kirche arbeitet, der fällt vom Glauben ab. Man findet solche Stimmen aber auch im Gewerkschaftslager. Das klingt dann so: Wer bei den Gewerkschaften arbeitet, der glaubt nicht mehr an Solidarität. Es wäre schlimm, wenn es wirklich so wäre. Dann würden womöglich auch die Wohlfahrtsverbände unglaubwürdig. Das wäre der Anfang vom Ende. Eine gute Zukunft haben die Wohlfahrtsverbände nur dann, wenn sie glaubwürdig sind und glaubwürdig bleiben. Es schadet nichts, sich einmal daran zu erinnern, was diese Verbände in ihren Anfängen vor einem knappen Jahrhundert gekennzeichnet hat und was sie stark gemacht hat. Es war die Leidenschaft zu helfen. Sicherlich kann und soll die Professionalisierung der sozialen Arbeit nicht zurückgefahren werden.
Diese Professionalisierung ist ja nicht nur ein Ergebnis und eine Folge der abnehmenden Zahl ehrenamtlicher Helfer, sondern auch das Ergebnis der Anforderungen, die an einen gewissenhaften Umgang mit Menschen in Not und Krankheit zu stellen sind. Wir brauchen den Einsatz von gut ausgebildeten und ordentlich bezahlten Alten- und Krankenpflegern, von Erzieherinnen und Erziehern, von Drogentherapeuten, von Familienpsychologen und Streetworkern. Doch ihr Arbeitstakt ist knapp bemessen. Es bleibt ihnen wenig Zeit, sich ausreichend auch um die kleinen Dinge des Lebens ihrer Klientel zu kümmern, die aber für diese von großer Bedeutung sind. Die Profis haben oft nicht die Zeit, um den Betroffenen über die Beratung und Behandlung hinaus auch die notwendige Portion Geduld, Aufmerksamkeit und Zuwendung zu schenken. Das ist ein Tätigkeitsfeld für das Ehrenamt. Das aber ist ein Feld, das mehr und mehr verdorrt. Da muss neu geackert und gesät, da muss neu kultiviert und organisiert werden. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Sie hier im Saal auf diesem Bundeskongress werden mir ein Lied davon singen können, wie schwer es ist, Menschen nicht nur zu punktueller Hilfsbereitschaft und spontaner Hilfsbereitschaft bei Katastrophen zu animieren, sondern zu stetiger, langfristiger sozialer Mitarbeit. Meine Frage: Wird es wirklich immer wieder intensiv genug versucht? Müssen nicht die Wohlfahrtsverbände der Ort sein, in dem sich soziales, privates Engagement trifft, sammelt und bündelt? War dieses gesammelte und gebündelte private Engagement nicht ein Grund dafür, warum der Staat einst soziale Arbeit an die Wohlfahrtsverbände übertragen hat? Ist es nicht dieses Engagement, das eine Arbeiterwohlfahrt von den kommerziellen Firmen unterscheidet? Ich denke, die Wohlfahrtsverbände werden stärker darüber nachdenken müssen, das Ehrenamt wieder neu zu würdigen, besser in ihre Arbeit einzubauen und zu strukturieren. Es geht, und ich meine das ganz ernst, es geht um nicht weniger als um die Legitimation der freien Wohlfahrtspflege, auch im europäischen Kontext. Was ist das Besondere? Was ist das Erkennungszeichen, das Kostbare an einer sozialstaatlichen Gesellschaft? Es ist ganz gewiss das Engagement seiner Bürgerinnen und Bürger. Erstens das professionelle Engagement der Wohlfahrtsverbände und der Stiftungen. Zweitens das ehrenamtliche Engagement von vielen Freiwilligen in diesen Wohlfahrtsverbänden. Und drittens die gute Zusammenarbeit zwischen den Profis und den Ehrenamtlichen. Aus 1, 2 und 3 ergibt sich die Zivilgesellschaft. Bei Punkt 3, bei der Zusammenarbeit der Profis und der Ehrenamtlichen, gibt es die meisten Probleme. Zivilgesellschaft ist das gute, kluge, effektive Zusammenwirken von professionellen, aber nicht kommerziellen Wohlfahrtsverbänden und vielen engagierten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern. Diese Zivilgesellschaft beantwortet eine Frage, die in Zeiten von anhaltend schlechten Nachrichten besonders beliebt ist. Wo bleibt eigentlich das Positive? Hier ist es. Die Arbeiterwohlfahrt muss in der Zusammenarbeit von Profis und Laien das erstarken lassen, was sie unverwechselbar, unverzichtbar und kostbar gemacht hat. Sie muss Pfadfinder und Streithelfer sein für soziale Gerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit, das ist und bleibt eine Herkulesaufgabe, auch und erst recht in Europa. Kritiker verwechseln soziale Gerechtigkeit ja oft mit absurder Gleichmacherei. Das Übel, dass manche Leute ein schlechtes Leben führen, besteht aber nicht darin, dass andere Leute ein besseres Leben führen. Das Übel liegt vor allem darin, dass schlechte Leben schlecht sind. Und das Gute ist, dass auch mittels derer, die ein besseres Leben führen, denjenigen geholfen werden kann, deren Leben schlecht ist. Soziale Gerechtigkeit kann nicht an den Markt delegiert werden. Der Markt versagt bekanntlich bei der Versorgung derjenigen, die nichts anzubieten haben und die nicht nachgefragt werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, als die Banken gerettet wurden,
als der Staat über Nacht der kollabierenden Hypo-Real Estate Milliardensäcke vor die Tür stellte, da lautete die Begründung für dieses Tun bekanntlich, diese Banken sind systemrelevant. Das sollte heißen, wenn sie zusammenbrechen, dann reißen sie noch viel mehr mit. Dann sind die letzten Dinge schlimmer als die ersten. Deshalb hat der Staat ungeheuerlich viel Geld bezahlt und er hat für ungeheuerliche Summen gebürgt. Banken sind systemrelevant. Ich kenne Einrichtungen, die sind mindestens so systemrelevant wie die Banken. Auch wenn sie nicht so im Mittelpunkt stehen, auch wenn von ihnen nicht jeden Tag in den Nachrichten die Rede ist, auch wenn sie Gott sei Dank keinen Ackermann und keinen Chain an der Spitze haben. Ich spreche von den Wohlfahrtsverbänden, ich spreche auch von Ihnen, ich spreche von Gewerkschaften und Betriebsräten, ich spreche von denen, die für den sozialen Ausgleich in diesem Lande arbeiten. Sozialer Ausgleich, ihm muss eine Erkenntnis zugrunde liegen, auch in Zukunft. Die Privatisierung von sozialer Verantwortung ist kein guter Weg. Und schon gar kein guter Weg für Europa. Europa muss noch lernen. Europa muss noch lernen, dass nicht alle öffentlichen Güter dem privaten Wettbewerb zum Fraß vorgeworfen werden dürfen. Und die Rechtsangleichung in Europa darf nicht unter das Motto gestellt werden, wie der Mensch noch fungibler für Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit wird. Der Mensch ist nicht nur ein Homo economicus, auch der Europäer nicht. Vielleicht, meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich Ihnen zur Einleitung der letzten Runde meines Festvortrages meine Lieblingsgeschichte erzählen. Vielleicht kennen Sie manche schon, aber sie ist wirklich schön. Zu den merkwürdigsten Abschnitten meines Lebens gehört der, den ich in Alfred Wunsiedels Fabrik zubrachte. Ich hatte mich der Arbeitsvermittlung anvertraut und wurde mit 7 Leidensgenossen in Wunsiedels Fabrik geschickt, wo wir einer Eignungsprüfung unterzogen werden sollten. Ich wurde als Erster in den Prüfungsraum geschickt, wo auf den kleinen Tischchen die Fragebögen bereit lagen. Erste Frage: Halten Sie es für richtig, dass der Mensch nur 2 Arme, 2 Beine, 2 Augen und 2 Ohren hat? Hier erntete ich erstmals die Früchte meiner mir eigenen Nachdenklichkeit. Und ich schrieb ohne zu zögern hin, selbst 4 Arme, 4 Beine und 4 Ohren würden meinem Tatendrang nicht genügen. Die Ausstattung des Menschen ist kümmerlich. Zweite Frage: Wie viele Telefone können Sie gleichzeitig bedienen? Auch hier war die Antwort so leicht wie die Lösung einer Gleichung ersten Grades. Wenn es nur 7 Telefone sind, schrieb ich hin, werde ich ungeduldig, erst ab 9 bin ich einigermaßen ausgelastet. Dritte Frage: Was machen Sie nach Feierabend? Meine Antwort: Ich kenne das Wort Feierabend nicht mehr. An meinem 15. Geburtstag strich ich das Wort aus meinem Vokabular, denn am Anfang war die Tat. Ich bekam die Stelle. Es handelt sich, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe es jetzt ein bisschen angeflunkert, nicht um eine Episode aus meinem Lebenslauf, sondern um eine Geschichte, die Heinrich Böll wirklich prophetisch schon vor Jahrzehnten geschrieben hat. Es könnte sich aber um die Beschreibung einer Prüfung bei einer Sozial- und Arbeitsagentur im Jahr 2020 handeln. Verlangt wird der grenzenlos flexible, der unbeschränkt belastbare Arbeitnehmer, unglaublich gesund, unglaublich robust und unglaublich leistungsfähig. Die Frage: Wollen wir eine solche Gesellschaft? Wollen wir ein Europa, in dem es überall so zugehen soll wie in Alfred Wunsiedels Fabrik? Ein Europa, in dem die unbegrenzte Leistungsfähigkeit zählt und sonst nichts, in dem es nur um den Marktwert geht, in dem der Wert des Menschen nur am Lineal der Ökonomie gemessen wird. Das Menschenbild der modernen Ökonomie, Sie wissen es aus dem Alltag, ist der Homo faber mobilis. Der bloße Homo faber, der Mensch, der arbeitet oder der arbeiten will, ist Vergangenheit. Er war der Mensch der Moderne. In der Postmoderne reicht es angeblich nicht mehr, wenn der Homo faber, der Mensch, einfach arbeitet. Er muss ein Homo faber mobilis, er soll in höchstem Maß flexibel, mobil und anpassungsfähig sein. An der Arbeitslosigkeit ist dann angeblich nicht zuletzt
derjenige selber schuld, der keine Arbeit hat? Wäre er genügend mobil, flexibel und anpassungsfähig? Wäre er also, so heißt es, nicht zu bequem, dann hätte er ja Arbeit. Viele Wirtschaftsinstitute und Politiker verlangen daher, den neuen Menschen, den von mir sogenannten Homo faber novus mobilis, den Menschen also, der über seine Behinderungen und Grenzen hinauswächst, verlangt wird der perfekte Mensch. Die Realität im Nationalstaat wie in Europa kennt da freilich gewisse Grenzen. Im Gegensatz zu den Schnecken trägt der Mensch seine Behausung nicht mit sich herum. Und er hat auch deshalb, weil er im Gegensatz zu den schalen Weichtieren kein Zwitter ist, andere soziale Bedürfnisse, die sich unter anderem darin äußern, dass er einen Lebenspartner sucht, eine Familie gründet, im Sport- oder Gesangverein aktiv ist, dass seine Kinder zur Schule gehen und Freunde haben. Das setzt der ganz großen und unentwegten Mobilität, das setzt der unbegrenzten Verfügbarkeit gewisse Schranken. Der Wunsiedelmensch, man könnte ihn auch Agenda 2010 Mensch nennen, ist offenbar anders. Er ist ein Mensch ohne Kinder, ohne Familie und ohne soziale Beziehungen. Der Idealtypus des europäischen Bürgers ist das gewiss nicht. Er darf es nicht sein und auch die Europäische Union darf nicht von so einem Menschenbild ausgehen. Europa braucht andere Menschen. Europa braucht Bürger. Bürger, das sind Menschen, die ihre Zukunft miteinander gestalten. Bürger, das sind Menschen, die mitbestimmen wollen, im Betrieb und im Staat. Und bei dieser gemeinsamen Gestaltung der Zukunft hat der Sozialstaat eine zentrale Aufgabe. Er arbeitet gegen Ausgrenzung. Er arbeitet, und das ist mir in diesem Festvortrag noch besonders wichtig, auch gegen die Ausgrenzung und Abschiebung der alten und der dementen Menschen. Es ist ja richtig, dass Kinder die Zukunft sind und dass die Investition in ihre Betreuung auch eine Investition in gesellschaftliche und ökonomische Leistungsfähigkeit darstellt. Es ist aber auch richtig, dass der mangelnde Respekt vor dem, was die Alten als Basis geschaffen haben, dass die Missachtung des Anspruchs der Alten, würdevoll ihre letzten Lebensjahre zu verbringen, dass die Missachtung dessen die Solidarität der Gesellschaft bröckeln lässt. Es darf das Grundvertrauen nicht verloren gehen. Das Grundvertrauen darin, gesellschaftliche Hilfe dann zu bekommen, wenn man ihrer bedarf. Auch und erst recht nicht bei denen darf es verloren gehen, die mit ihrer Leistung ihren Lebtag lang selbst zum Gelingen des Ganzen beigetragen haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Respekt vor den Alten und der Respekt vor den Kindern gehören zusammen. Hier ist die Klammer. Dieser Respekt vor den Alten und vor den Jungen ist die Klammer, der das ganze Leben umspannt. Es ist doch etwas Wundersames, es ist etwas Ungeheuerliches geschehen. In nur einem Jahrhundert haben die Menschen 20 Jahre an Lebenszeit gewonnen. Das Altern der Gesellschaft kann, wenn es ihr gelingt, das Altern gut zu lernen, ein Glücksfall sein. Für die Jungen, aber vor allem für die sehr Alten. Es wird nämlich, wenn es gut geht, einen neuen Gesellschaftsvertrag geben. Die Menschen in der dritten Lebenszeit, die erste Lebenszeit, Kindheit, Jugend, die zweite Lebenszeit, die Arbeitszeit, die dritte Lebenszeit, wenn man die Arbeitszeit und die Erziehung der Kinder hinter sich hat, diese Menschen in der dritten Lebenszeit werden sich um die Menschen in der vierten Lebenszeit, um die ganz Alten kümmern. Es wird, wenn es diesen neuen Gesellschaftsvertrag gibt, einen neuen kategorischen Imperativ, einen gerontologischen Imperativ geben. Pflege die sehr Alten so, wie du selbst in 10 und 15 oder 20 Jahren gepflegt werden willst. Eine Vision? Vielleicht eine Vision, aber eine Gesellschaft ohne Vision geht zugrunde. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Bürger, die anderen helfen können, leben länger. Das ist eine aufregende empirische Erkenntnis. Vielleicht auch ein bisschen Lohn für die Ehrenamtlichen.
Es werden derzeit im ganzen Land Nachbarschaftsvereine und Wohnpflegegruppen für ältere Menschen gegründet, in denen sich eine neue Kultur der Hilfe entwickelt. Und ich wünsche mir, dass die Arbeiterwohlfahrt dabei führend ist. Es geht um die Kultur und die Kunst des Helfens. Bei dementen Menschen besteht diese Kunst darin, sie nicht mit Kleinkindern zu vergleichen und wie Kleinkinder zu behandeln, sondern sie weiter als Erwachsene ernst zu nehmen. Das wird nicht nur den ganz Alten gut tun, sondern auch den Kindern gut tun. Es wird die Kindheit der Kinder verändern, wenn sie in einer Gesellschaft aufwachsen, die ein ganz anderes Bild vom Menschen entwickelt als bisher. Nämlich, das Menschsein wird nicht nur am Lineal der Ökonomie und der Leistungsfähigkeit gemessen. Denn Hilfebedürftigkeit ist dann keine Störung, die behoben werden muss, sondern gehört zum Menschsein. Ein solcher Umgang mit den Zeiten an den Schwellen des Lebens wäre eine Zeitenwende. Ich wünsche mir, dass die Arbeiterwohlfahrt zu dieser Zeitenwende beiträgt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe von Ausgrenzung geredet, von der Ausgrenzung der Armen, der Arbeitslosen, der Alten. Ich hätte auch noch vom Rechtsextremismus reden können, vom Ausländerhass, vom Rassismus, der unsere Gesellschaft bedroht, von der Ausgrenzung der Einwanderer, der Menschen mit ausländischen Wurzeln. Es sind so viele Dinge, die uns plagen. Wir alle kennen die Sätze, die dann begründen sollen, warum man selber eigentlich wenig oder gar nichts tun kann gegen all diese Probleme, über die man klagt. Dazu gehört der Satz, mein Gott, alleine kann man ja ohnehin nichts machen. Oder auch, mein Gott, die Welt ist schlecht, das war schon immer so und das wird so bleiben. Es sind die Sätze der Gleichgültigkeit, der Trägheit, der Apathie, der Resignation, manchmal auch der Feigheit. In uns allen stecken solche Sätze. Was soll man machen? Da kann man gar nichts machen. Oder auch nach uns die Sintflut. Eine Demokratie kann man aber mit solchen Sätzen nicht bauen. Einen guten Rechtsstaat auch nicht. Und die Menschenrechte bleiben, wenn man solchen Sätzen nachgibt, papierne Rechte. In den Flugblättern der Weißen Rose hieß es, zerreißt den Mantel der Gleichgültigkeit, den ihr um euer Herz gelegt habt. Und wenn jeder wartet, bis der andere anfängt, wird keiner anfangen. Diese Worte aus dem Widerstand gegen Hitler sind keine Worte nur für das Museum des Widerstandes. Es reicht nicht, sie auf Gedenkveranstaltungen zu zitieren. Diese Worte haben ihre eigene Bedeutung in jeder Zeit, auch in unserer. Sie gelten in Diktaturen und in Demokratien. In Rechtsstaaten und in Unrechtsstaaten. In Diktaturen und Unrechtsstaaten verlangen sie natürlich ein ungeheures Maß an Mut. Dort ist der Mut lebensgefährlich. In Rechtsstaaten und Demokratien ist der Mut nicht so teuer, aber ganz billig ist er auch nicht. Zerreißt den Mantel der Gleichgültigkeit, den ihr um euer Herz gelegt habt, und wenn jeder wartet, bis der andere anfängt, wird keiner anfangen. Jeder und jede muss für sich nachdenken, was ihm und was ihr das heute sagt und wozu es ihn und sie verpflichtet. Die Arbeiterwohlfahrt muss ein Mantelzerreißer sein, also ein Zerreißer des Mantels der Gleichgültigkeit. Sie müssen den Mantel der Gleichgültigkeit zerreißen, jeden Tag. Ich habe am Anfang den St. Martin zitiert. St. Martins Tat kann man auch so interpretieren, dass auch er diesen Mantel der Gleichgültigkeit zerrissen hat. Er war sozusagen ein Mikropolitiker. Mikropolitiker sind auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wohlfahrtsverbände. Sie haben die Aufgabe, wie gesagt, den Mantel der Gleichgültigkeit zu zerreißen. So praktizieren sie den kleinen Widerstand des Alltags, ohne den es keinen Sozialstaat, keinen Rechtsstaat und keine Demokratie gibt. Widerstand bedeutet heute,
nicht wegsehen bei sozialen Ungerechtigkeiten, wachsam handeln, das Feld nicht den Marktradikalen überlassen, es nicht dulden, dass Flüchtlinge wie Unmenschen behandelt werden, sich nicht daran gewöhnen, dass Kinder aus armen Verhältnissen kaum Bildungschancen haben. Der Rechtsphilosoph Arthur Kaufmann, mein verstorbener Lehrer, hat einmal davon gesprochen, dass dieser kleine Widerstand beständig geleistet werden muss, damit der große Widerstand entbehrlich bleibt. Zerreißt den Mantel der Gleichgültigkeit, den ihr um euer Herz gelegt habt, und wenn jeder wartet, bis der andere anfängt, wird keiner anfangen. Es sind Worte, die Leitworte sind für einen Wohlfahrtsverband. Es stimmt nicht, wie es oft heißt, dass man eh nichts machen kann. Es stimmt nicht, dass die Probleme der Gesellschaft so groß, so unübersichtlich und so komplex sind, dass man besser gar nicht damit anfängt, sie anzupacken. Es stimmt nicht, dass die Übernahme von Verantwortung eine aussichtslose, eine heillose Angelegenheit ist. Das alles sind Ausreden, das alles sind Sätze zur Tarnung der Bequemlichkeit. Niemand weiß das besser als ein Wohlfahrtsverband, niemand weiß das besser als eine Einrichtung, die sich der Solidarität verschrieben hat. Wohlfahrt ist das Ergebnis der Übernahme von Verantwortung. Eine Gesellschaft, in der jeder Verantwortung übernimmt, in der der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht der Profit, und in der ganz andere Werte zählen als die Sach- und die Geldwerte. Das ist die Gesellschaft, in der wir leben wollen. Und das ist die Gesellschaft, für die Sie streiten müssen. Ich danke Ihnen.